They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to anything that led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was all over. Ist es da ein Schneesturm draußen? Ja, denn es ist Max Payne-Zeit. So sieht man's. Wir sprechen heute bei Frisch gestrichen über Max Payne. Und weil ich ein großer Fan von diesem Spiel bin, habe ich mir heute einfach mal das Recht herausgenommen, das vorspielen zu dürfen. Und Sebastian übernimmt mehr oder weniger die Moderationstätigkeiten. Max Payne, wem das nicht sagt, ist vom Entwickler Remedy und die haben vorher gar nichts Tolles gemacht, nämlich nur das total durchwachsene Death Rally, dann kam das und plötzlich waren sie in aller Munde und jetzt machen sie Alan Wake und so. Aber ich würde einfach mal sagen, ich spiele und du führst uns durch die Sendung. Alles klar. Los geht's mit Max Payne. Auf dem Index gelandet ist es nach einem Bericht der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften am 29.09.2001. Sie haben uns wieder freundlicherweise den Prüfbericht zur Verfügung gestellt, der sehr interessante Einblicke gibt in deren Prüfweise. Und es geht halt um das Spiel. Das ist am 25.06.2001 erschienen, Max Payne. Und das ist ein Shooter, den kennen viele von uns. Es ist der Ein-Mann-Rachefeldzug eines zerbrochenen Polizisten. Es wendet sich so an Film Noir ein bisschen von der Erzählweise, von der Inszenierung. Es gibt einige krasse Szenen, aber dazu kommen wir. Es wurde bei uns indiziert und einer dieser Punkte, die da angesprochen wurden, war eben dieses Rache- und Selbstjustiz-Szenario. Ich lese hier auch mal ein paar Beispiele vor. Dazu kommt, dass Max Payne tötet, um den Tod seiner Familie zu rächen und Valkyr, das ist die Droge im Spiel, hinter der alles so zusammenhängt, zu bekämpfen. Er hat also durchaus verständliche und bezüglich der Drogenbekämpfung sogar moralisch wertvolle Beweggründe. So scheint sein brutaler und menschenverachtender Feldzug im Dienste einer guten Sache zu stehen. In Wirklichkeit aber negiert ein solcher Amoklauf Recht und Ordnung, was besonders deutlich wird, wenn sogar Polizisten erschossen werden müssen, um dem Ziel näher zu kommen. Das ist übrigens was, über was ich gestolpert bin, als ich diesen Bericht gelesen habe. Da können wir nachher gleich drauf kommen. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass Polizisten erschossen werden müssen. Aber dazu vielleicht später. Was ich mehr. Vielleicht tut man es einfach, weil man es kann. Und das wurde ein bisschen anders interpretiert. Insgesamt, ich habe mir diesen Text auch mal durchgelesen. Der ist sehr, sehr blumig und wortreich formuliert. Ich habe wieder mal gemerkt, dass es geborene Videospieljournalisten sind. Mhm. Aber auch hier stolpert die BPJS, damals heute BPJM, über das Thema der Gewalt. Wir sind hier als Spielfigur unterwegs. Du hechtest hier in Zeitlupe durch die Gegend. Übrigens hierzu ein Hinweis. Wir haben einen leichten Bug mit dieser Version. Das ist total kurios. Also normalerweise dieser Shoot-Dodge, wie das ja heißt, dieser Hechtsprung, normalerweise springt man da viel weiter. So sieht das jetzt irgendwie aus wie Paul Blart Mall Cop, der halt über einen eigenen Schnürsenkel fällt. Und es gibt eben auch schon in diversen Foren Hinweise, dass es irgendwas mit V-Sync zu tun hat. Ich habe jetzt aber leider das nicht ausräumen können. Also stell dich einfach vor, dass die ja viel weiter springen, das viel majestätischer aussieht. Das ist für mich auch dieses Spiel, das kam so zur Zeit, wo Matrix die Kinotechnik revolutioniert hat, kam jetzt plötzlich auch ein Shooter, der diese Ästhetik rüberbrachte, diese Zeitlupe, diese Coolness. Das war ein finnisches Entwicklerteam, Remedy, oder ist es heute noch? Ja. Die arbeiten ja in Quantum Break für Xbox One. Da gibt es noch FutureMark, ein Benchmarking-Hersteller, der kommt aus demselben Ort in Finnland aus. Das finde ich jetzt nicht mehr raus. Die haben diese Lobby-Szene der Matrix in der MaxFX-Engine von Max Payne nachgebaut. Das war ein Hammer-Benchmark, den ich mir so oft angeschaut habe. Und dann konnte ich das dann auch spielen als Max Payne. Könnte ich, wenn es nicht indiziert geworden wäre. Jedenfalls, im Prüfbericht steht auch wieder, wie in so vielen anderen auch, Gewalt wird mithin als einziges funktionelles Mittel hingestellt, um diesen Konflikt zu lösen. Es gibt diese Alternativlosigkeit, die uns immer wieder in den Prüfberichten auffällt, dass eben Spiele dem Spieler nur die Option bieten, töte alle, und das ist der BPJS damals wirklich gegen den Spieler. Wobei, schau mal, hier habe ich gerade schon das Gegenbeispiel gefunden, denn ich und mein bester Kumpel, der U-Bahn-Mann, den habe ich gar nicht getötet. Der macht mir nämlich die Tür auf. Wunderbar. Und kommen wir auch mal zur Bullet Time. So heißt es denn auch zur Bullet Time im Benutzerhandbuch: Vielleicht erreicht er ein Stadium absoluter Konzentration, wie ein hochkonzentrierter Athlet, und die Zeit scheint für ihn verlangsamt abzulaufen. So wird als überdurchschnittlich sportliche Leistung verbrämt, was in Wirklichkeit die Möglichkeit ist, die chancenlosen Gegner feige zu erschießen.
Ja, also diese ganze Bullet, das wurde übrigens in den Prüfberichten, die schreiben immer Bullet Time falsch. Die schreiben das mit I, das wird mit E geschrieben. Ja, darüber kann man stolpern, aber es ändert nichts an ihrem Urteil. Und das Interessante ist, gerade diesbezüglich der Bullet Time, also diese ästhetischen Glorifizierung der Gewalt, wird die GameStar Ausgabe 9 2001 zu Rate gezogen. Jetzt also haben wir es endlich mal geschafft. Weißt du, in den ganzen anderen Berichten werden immer nur andere Spielemagazine rangezogen. Und jetzt, GameStar hat mitgewirkt, dass das hier indiziert worden ist. Genau, das war ein Test von Peter Steinlechner. Genau. Und der schreibt, und das Zitat lese ich auch nochmal vor, weil es wirklich als Argument genutzt wird. Diesbezüglich mag ein Zitat aus einer einschlägigen Kritik für sich sprechen. Per Knopfdruck aktivieren Sie, in Klammern, den Bullet-Time-Modus. Warte, mach's mal. Sofern Ihr Zeitkonto gefüllt ist, nach Belieben. Oh nein, sofort, das war der... Fuck, das war unser eigener Kumpel. Hast du nicht gerade gesagt, dass du ihn... Ja, ja. Das ist schon alles richtig mit der BPJS. Die schätzt den Spieler und auch den jungen Michael Obermeier richtig ein und will ihn schützen. Also. Ich lade mal währenddessen noch ein anderes Level, dass wir das auch mal zu sehen bekommen. Das ist mein Lieblingslevel im Spiel. So. Die GameStar zur Bullet Time jedenfalls. Sofort läuft alles viel langsamer ab. Das sieht totschick aus und bringt ihnen echte Vorteile. Gangster agieren mit der Anmut von Astronauten, greifen nur noch im Schneckentempo nach der Waffe und gehen mit der Reaktionsschnelligkeit von Schlaftabletten in Deckung. Sie sehen, wenn ein Bündel Bleipillen aus der feindlichen Schrotflinte spritzt, wie die Maschinenpistole ein Geschoss nach dem anderen herausjagt. Auch Max Payne verlangsamt sich, mit einer Ausnahme. Das Anvisieren geschieht in Normalzeit. Sogar während sie zur Seite weichen, schalten sie dadurch plötzlich locker 3 Gegner statt nur einen aus. Und entscheiden so Gefechte für sich, denen sie sonst hoffnungslos unterlegen werden. So. Wir haben hier Glorifizierung von Gewalt mit einer wunderbaren Ästhetik. Mhm. Aber es gibt noch andere Sachen, die uns, die mir tatsächlich auch ein bisschen aufgefallen sind, wo ich mir gedacht habe, what? Wir wurden nämlich auch traumatisiert. Wusstest du das? Das wusste ich. Da gibt es nämlich Szenen, durch einen im Traum dargestellten späteren Zwischenlevel wird der Spieler regelrecht traumatisiert. Und da meint er, das sind diese Traumsequenzen, die ziemlich abgefahren sind. Kreative Nutzung von Kameraeffekten und eine ziemlich bizarre Kulisse. Aber auch da meint die BPJM dann, als Spieler ist man hernach gewissermaßen frisch motiviert, das Töten der vermeintlich Schuldigen, denn das wird auf diese Weise suggeriert, fortzusetzen. Und da finde ich den Prüfbericht auch schon ein bisschen suggestiv. Er interpretiert da ganz schön viele Sachen rein. Außerdem schreiben sie davon, zudem finden die Erschießungsszenen in der First-Person-Perspektive statt, die für den getöteten Gegner eine Belohnung in Form eines Zeitvorteils bringen. Dies setzt die Empathie erheblich herab. Da bin ich drüber gestolpert über diese Stelle, weil das Einzige, was man hier in First-Person hat, ist, wenn du die Sniper-Rifle nimmst, dann kannst du halt hier so zoomen. Jetzt warte mal ganz kurz, jetzt habe ich leider gerade keine Bullet-Time. Weil wenn du dann jemanden mit Zeitlupe mit der Bullet Time erschießt, dann folgt die Kamera so der Kugel nach. Was ist das hier? Ja, Third Person, also das ganze Spiel. Ich denke, sie meinen eher, dass die Kamera dann frei schwebt, um die in Zeitlupe zusammensackenden Gegner. Also die Technikbegriffe sitzen bei der BPJS nicht immer so ganz gut. Sehr interessant ist folgender Punkt. Positiv ist unter diesem Gesichtspunkt einzig zu vermerken, dass zur Szenerie des Spiels ein übernatürlicher Schneesturm gehört, der in den Tagen des Spielgeschehens über New York hinwegfegt und es dem normalen Bürger unmöglich macht, sich draußen aufzuhalten. So bleiben sie auch den Schauplätzen der Schießerei fern und die Gefahr, einen nach den Maßstäben des Spiels Unschuldigen umzubringen, ist gering, was übrigens auch der Protagonist einmal artikuliert. Dieser Aspekt kann jedoch die Jugendgefährdung indizierenden Gesichtspunkte keinesfalls aufwiegen. Also, liebe Splatter-Entwickler, wenn ihr denkt, dass Schneesturm reicht, um die Indizierung abzuwenden... Ja, und auch wieder wird mit dem Kunstbegriff argumentiert. Das ist ja, wer unseren Plus-Report gelesen hat zum Thema Indizierung. Mhm. Und auch was Hakenkreuzer angeht, diesbezüglich ist es halt sehr schwierig, das zu argumentieren. Das müsste mal vor Gericht getan werden. Und es ist eine ganz komplizierte Geschichte. Und sie meinen auch, möglicherweise kann Max Payne die Kunstfreiheit des Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes für sich in Anspruch nehmen. Das Recht der Kunstfreiheit steht jedoch im Verhältnis zur Schranke Jugendschutz in der Weise, dass beide Rechtsgüter miteinander abgewogen werden müssen. In Anbetracht der dargestellten Schwere der Jugendgefährdung ist hier dem Jugendschutz der Vorrang zu gewähren. Scheiße. Handgranate. Nun, du schaffst es ja nicht, den Max allzu sicher da durchzubringen. Was ich auch interessant finde, sie meinen,
dass hier auch, dass es kein Fall von geringer Bedeutung ist, weil im Gegenteil werden besonders hohe Verkaufszahlen zu erwarten sein und überdies wird er mit überdurchschnittlicher Begeisterung in den Kritiken einschlägiger Magazine rezensiert. Also ist der Jugendschutz in diesem Fall besonders wichtig, weil sich das Spiel viel verkaufen wird, das ist eine völlig richtige Argumentation und auch hoch gelobt wird. Ich hatte jetzt eben nur so mit einem Ohr zugehört, weil, wie gesagt, es ist ja schwierig, gleichzeitig spielen und zuhören. Ja. Aber ich finde halt schon, also diese ganze Kunstargumentation, das mag jetzt auf den ersten Blick halt nur wie so Gemetzel wirken, aber zum Beispiel so das, was John Woo macht, so diese ganzen in Zeitlupe fliegen Leute halt auseinander, ist das hier ja auch. Also eine derartige Ästhetisierung des Tötens gab es halt vorher nicht. Ja, so andererseits haben wir dann eben auch diese John Woo-Klassiker, dieses Hongkong-Kino, Hardboiled und Co., die waren dann dementsprechend in den deutschen Fassungen auch geschnitten, diese Filme. Ja. Mein lieber Mann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das hier den Kritikern definitiv ein Dorn im Auge war, und es gab ja auch mal Arbeiten an einer deutschen Version. Und, das ist total kurios, weil das Witzige ist, ich habe das erst Jahre später, sprach mich mal jemand drauf an, so, hast du Max Payne auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Und dann habe ich gesagt, du Idiot, das gab's nie auf Deutsch. Weil auch, warte mal, wenn ich das hier mal kurz in die Kamera geben darf, tatsächlich erschossen. Das hier ist ja zum Beispiel auch mit deutschen Texten hinten, aber das ist eine komplett englische Fassung. Also das ist die Version, die damals in Deutschland verkauft worden ist. Ja, wir haben wirklich einmal ausnahmsweise ein Spiel tatsächlich in unserem Archiv gefunden. Nee, stimmt gar nicht. Das ist mein Privat. Echt? Ja. Ach, das andere Spiel, was wir dann vorstellen. Wir haben noch ein anderes Spiel, was für eine der nächsten Folgen kommt. Das war tatsächlich mal im Archiv. Das Max Payne ist mein gehegtes und gepflegtes Privat. Nicht, dass du hier Sitzansprüche geltend machen. Also es gab Arbeiten an einer vollkommen synchronisierten deutschen Version, wo auch der Sprecher von John Malkovich, Joachim Tenstedt, Max Payne sprechen sollte, was bestimmt cool gewesen wäre. Das war jedenfalls, wurden diese Arbeiten eingestellt, als dann klar war, dass die Gefahr der Indizierung so hoch wäre. Mhm. Was mich wundert, ist, dass dann eben nicht versucht wurde, das noch hinzubiegen mit einer geschnittenen deutschen Fassung. Ja, also sie dachten dann vermutlich selbst, wenn man hier, also es wurden ja die Graphic Novels zensiert, also dass da eben Kraftausdrücke rausgeflogen sind, mehrere Panels, also muss man nochmal erklären, es gibt zwischen den Spielabschnitten hier solche Graphic Novels, also Comic-Einblendungen und die hat man zensiert in der deutschen Fassung, also da, wenn da Blut auf so einem Foto war, hat man das Blut wegretuschiert oder wenn da halt Fuck stand, hat man halt das Fuck weggemacht und durch was anderes ersetzt, also in der deutschen Übersetzung hat man einfach keinen Kraftausdruck gewählt. Und das eigentliche Spiel blieb ja unverändert und dadurch wird es ja wahrscheinlich auch nicht weniger Rachefantasie, Selbstjustiz und Zeitlupengemetzel, nur weil halt in den Comics weniger gesagt Vielleicht wird. Sahen sie keine Chance, es angesichts der aktuellen Lage, was Jugendschutz angeht, in irgendeiner Form zu veröffentlichen. Mhm. Da gab es ja auch sicherlich Gespräche hinter den Kulissen. Wir haben noch einen kleinen Stolperstein gefunden beim Durchlesen des Prüfberichts. Es kommt ziemlich weit vorn, als das Spiel vorgestellt wird, grob. Das finde ich sehr schön, wie die geschrieben sind. Es müssen in einigen Sequenzen auch Frauen und Polizisten zur Strecke gebracht werden. Das habe ich nicht gecheckt. Also, was wir hier gerade machen, dieses Level Backstabbing Bastard, da geht es darum, dass Max seinen einen Kollegen konfrontiert, der korrupt ist und für die Gangster arbeitet. Und all diese Typen, die wir hier erschießen, sind vermeintlich auch korrupte Polizisten. Aber so wie die in diesen Trenchcoats rumlaufen, wären die mir halt nie wirklich als, ich schieße hier auf Gesetzeshüter, sondern das sind halt irgendwelche Ganoven, die ich umniete und das mit den Frauen zur Strecke bringen. Also die Oberschurke in dem Spiel, Nicole Horn, ist halt logischerweise eine Frau und die muss man auch irgendwann mal fertig machen, aber das machst du nicht von Angesicht zu Angesicht und ansonsten findet man zwar getötete Frauen, aber das machst du eigentlich nicht. Ach, warte mal, doch, mir fällt gerade eine ein. Ha, doch, haben sie recht. Da ist nämlich es gibt eine Szene in der Bar, wo man die Freundin von so einem Mafia-Boss auch erschießen muss. Stimmt. Dann hat die BPJM recht. Die BPJS und BPJM. Ja. Sie hat recht. Also, das war die Indizierung von Max Payne und warum ist es plötzlich hier spielbar? Normalerweise dauert es ja 25 Jahre, bis so ein Spiel, was einmal auf dem Index steht, wieder aus der Liste rausfällt. In dem Fall gab es einen Grund, dass da Max Payne für iOS und Android erscheinen sollte und da hat Rockstar einfach mal die Listenstreichung beantragt und kam dann am 28. Februar 2012 nach 11 Jahren vom Index. Ja, mit einer lustigen Randnotiz, denn da ist diese deutsche Fassung, die sie damals nur angefangen haben, ist damit drin. Also da sind dann die deutschen Texte, die deutschen Sprecher und diese deutschen Graphic Novels sind da enthalten. Das heißt, das hat dann am Ende doch noch das Licht der Welt erblickt und war nicht für die Katz.
Ja. Hab ich übrigens versucht zu spielen auf dem Tablet und es sieht auch technisch, ist es wirklich genau das gleiche, aber das ist total schwierig zu steuern, wenn du das mit so einer Touch-Steuerung machst, wenn du halt vorher eine Maus gewohnt warst. Das kann ich mir vorstellen. Solche Spiele transportieren sich selten gut auf Touch-Devices. Aber immerhin, wenn es uns die Möglichkeit gibt, so einen Klassiker wieder legal zurück in unsere Spielebibliotheken zu holen, dann soll uns das nur recht sein. Denn ich finde, Max Payne ist auch heute noch sehr gut spielbar. Hast du Spaß? Ich habe großen Spaß. Es ist definitiv ein Spiel, das man mal ausprobiert haben sollte. Es gehört sicherlich zu den Klassikern, hat ein Spielfeature erfunden, die Bullet Time. Die Bullet Time, die danach in jedem anderen Spiel auch irgendwie aufgetaucht ist. Eins meiner All-Time-Favorites und freue mich, dass es eben jetzt wieder vom Index runter ist, kann man aber momentan nur sehr schwer digital bekommen. Also wenn man die PC-Version haben will, gibt es in Deutschland auf Steam zum Beispiel nicht. Da gibt es nur Max Payne 2 und 3. Teil 1 gibt es nicht, aber es gibt es, wie gesagt, für iOS und Android. Da gibt's, kann man es dann. Auf GOG auch nicht? Hatte ich es nicht gesehen. Komisch. Alles klar. Vielleicht können ja unsere Zuschauer im Kommentarbereich sich gegenseitig Tipps geben, wo man das noch auf eine legale Art und Weise erwerben kann. Und in alter Tradition und diesmal auch im Vollbild. Ja. Shreddy the Shredder. Werden wir Shreddy the Shredder mal den Prüfbericht zuführen, denn das Ding steht nicht mehr auf dem Index. Auf Wiedersehen. Ja, das war's mit der Sendung. Ja. Nächstes Mal gibt's ein Spiel, das wir tatsächlich im Archiv gefunden haben, aber worum es sich handelt, das erfahrt ihr erst nächste Woche. Ciao. Ciao.